So einen ungewöhnlichen Berufsstart hätte man bei Rebel Wilson, 39, eher nicht vermutet. Die pfundige Blondine gilt derzeit als einer der erfolgreichsten Exporte Australiens in der Pitch Perfect Star, der zuletzt mit der Netflix-Komödie Isn't It Dramatic eingeschlagen hat wie eine Bombe, kam jedoch auf eher ungewöhnliche Art und Weise zur Schauspielerei. Schuld an ihrer Karriere war eine lebensverändernde Nahtoderfahrung, welche die heute 39-Jährige vor 20 Jahren in Afrika machte. Im Podcast Aussies in enthüllte Rebel, wie sie im Alter von 19 Jahren während eines Hilfsprojekts in Mosambik an Malaria erkrankte und ins Krankenhaus musste. "Ich habe nur wegen der Drogen halluziniert, dass ich Schauspielerin wäre", erinnert sich Rebel. Im Delirium habe sie sogar eine Dankesrede gehalten und einen Rap dazu gemacht. Sie hatte vorbeugende Medikamente im Vorfeld ausgeschlagen, weil sie dachte, durch diese könne sie psychische Probleme bekommen. Ein fataler Fehler, der die Malaria-Erkrankung begünstigte: wenn Menschen eine Art Nahtoderfahrung haben, können sie bestimmte Dinge erleben, die ihren Lebenslauf wirklich verändern, so Rebel. Die quirlige Schauspielerin hatte eisern ihren in Afrika ausgelösten Traum festgehalten und es nach harten Kämpfen bis nach ganz oben geschafft. Alberto He. Rodriguez gab die Image-Rebel Wilson bei der Premiere von Pitch Perfect 3 Anzeige Getty Images, Mark Davis Rebel Wilson bei dem American Music Awards 2015 Anzeige Theo Vago, Getty Image Rebel Wilson in der Tonight Show mit Jimmy Fallon Anzeige 304 Ja, ich liebe ihre Filme 28 Nein, aber ich bin kein Fan von ihr Tipps für Promi Flash. Einfach E-Mail an tipps@promiflash.de.